Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Fallout 76. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses nukleare Killerprojekt der atomaren Zerstörungskraft. Wir befinden uns zwar gerade noch in Big Al's Tattoo-Laden, aber nicht mehr lange. Wir wollen uns weiter bewegen Richtung Tragekapazität und müssen dafür noch einige Opossum-Badges freischalten. Ich gehe jetzt erstmal hier raus. Raus aus dem Laden ohne Musik. Ach, gucke mal, Uncanny Cavern, ich erinnere mich. Stimmt, da gab es ja diese komische Legende bezüglich dieses Night Kids, glaube ich, den wir da nicht wirklich getroffen haben, was sehr schade ist. Ich habe mich darauf gefreut, dass da irgendwie vielleicht so eine Art Wendigo oder so wäre. Ich glaube, es war Night Kid. Kann mich aber auch irren, ne? Ist schon wieder ganz schön lange her. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir jetzt erstmal wieder zurück müssen zum Pfadfinderlager. Aber wir checken das jetzt erstmal. Oh, es ist mitten in der Nacht hier. Mitten in der Nacht ist es gefährlich auf den Straßen von Morgantown. Okay. Checken wir doch erstmal die Challenges. Welt. Und dann geht's hier weiter mit Chemie. Oh, in Chemie war ich immer super schlecht in der Schule. Richtig mies. Aber wer weiß, vielleicht kann ich jetzt was rausholen hier wieder. Sehen Sie das, Frau Rasch? Ich habe mich doch gemacht in Chemie, kann ich dann sagen. Aber okay, ja. Bestehe an einem Prüfungsterminal die theoretische Prüfung in Chemie. Okay. Dafür müssen wir erstmal rüber wieder zum Pfadfinderlager. Pfadfinder, Pionierlager, ist ja schnell gemacht. Wir sind ja direkt um die Ecke nahezu. Für 8 Kronkorken, cool. Ja, da müssen wir einige Sachen müssen wir dann finden. Unter anderem ein Becherglas als erstes und ein Laborkittel. Ich weiß noch gar nicht, ob wir den Laborkittel nicht vielleicht schon gesammelt hatten, bevor die Opossum-Badges ins Spiel implementiert worden sind. Vielleicht brauche ich ja einfach nur einen Laborkittel aus meinem Stash nehmen. An alle Ranger, es ist Giftmüll ausgetreten. Dieser verdammte See hat noch weitere Fässer mit Giftmüll zum Vorschein kommen lassen. Beseitigen Sie sie. Soll ich jetzt mich mit denen anlegen? Ist das hier mit dem Giftmüll? Nee, ne? Dann müsste ich erst irgendwo hier rüber oder so. Wir haben eigentlich was anderes zu tun. Oh mein Gott! Wo kommt der denn her? Aus dem Nichts! Eigentlich können wir so gut stealthen. Naja gut, ein paar können wir erledigen. Einfach nur mal, damit wir wieder was erschossen haben. Was wir seit sehr langer Zeit nicht mehr getan haben. Boah, da stehen 3 Stück von denen. 3 Stück! Übel. Vorsichtig. Die können echt unangenehm werden, gerade wenn man versucht, irgendwie eine Prüfung oder so abzuschließen. Oh oh, ich höre sie. Eine saubere Sache hier. Eigentlich müssten die Meyerlöx gleich auch noch weiß ich nicht, gegrillt sein, nachdem ich sie mit der Explosionsmuni angeschossen habe. Oh, ich hasse euch. Na, weg. Nein, den Kopf bitte. Ach, ich bin raus, stopp. Ich kann nicht mehr schießen, ich habe zu lange nicht mehr geschossen. Aber rennen kann ich noch, ich will deinen Kopf haben. Da war er. Ja, okay. Ich glaube, das mit den Schießen lassen wir jetzt erstmal. Sollten wir auf jeden Fall lassen. Und außerdem sollte ich eventuell mal wieder mein Loadout nehmen für draußen. Ja, ansonsten haben wir nicht alle Defensiv-Perks aktiv, die wir haben könnten. Na gut. Haben wir alles? Ja, okay. Weitermachen. Mensch. Das war jetzt aber wirklich nicht vorzeigbar. Aber ich lasse es drinne. So, hallo. Mein Freund Verbrannter. Also ich habe ihn so ein bisschen erwischt, ne? Wahrscheinlich aber nur mit der Explosion.
Ja, einfach mal, wir waren zu viel. Wir waren zu viel im Friedlichen unterwegs. Wir sind ein wenig eingerostet. Aber das wird sich früher oder später sowieso dann wiedergeben. Aber eins können wir machen. Und zwar habe ich ja gerade Fleisch aufgehoben. Na, wobei, hier liegt ja irgendwo noch ein zerlegter Meierlurk. Den würde ich gerne essen. Den würde ich echt gerne essen. Ist hier noch irgendwo einer? Da drüben habe ich noch einen erledigt, ne? Schön. Haben wir wenigstens ein bisschen was zu schnappeln. Ist das giftiges oder schmutziges? Ah, giftiges was. War ja so klar. Naja, gut. Onkel Sam sucht dich. Tritt den Pfadfinderpionier. Wir sind schon bei den Pfadfinderpionieren. Ist das nicht super? Wir kommen also aus dem gleichen Verein. Das ist schon klasse. Ja, leider können wir kein Wasser abkochen, aber ich dürfte eigentlich noch ein bisschen haben. 3 Stück. Alles cool. Alles cool. Hier ist noch ein Bierchen. Das ziehen wir uns auch noch rein. Die Tannenwurzstaub aufhalten. Es ist wichtig, die Schlüsselkomponenten wichtiger Camps im Notfall zu kennen. Antiseptika, Blut und Stahl werden kombiniert. Und welches Camp herzustellen? Oh. Blut und Stahl. Blut und Stahl? Keine Ahnung. Antiseptika. Blut und vor allem Stahl. Ach so, na klar. Stimpak hat ja auch eine Verpackung, ne? Antiseptika und Blut. Das könnte wirklich... Ich hab das selber wahrscheinlich noch gar nicht hergestellt. So ein Stimpak. Nur die verdünnten eben. Ich tippe mal darauf. Stimpak. Der Klassiker. So, Frage 2 bitte. Kluge Chemiker können ihre Chems mischen, sodass ein neuer Wirkstoff entsteht. Welcher Chem entsteht durch das Mischen von Buff-Out und Mantats? Buff-Tats. Hundertprozentig, da bin ich mir sowas von sicher. 3 von 5. Sicherheit ist für einen guten Chemiker von größter Wichtigkeit. Wenn du an einer Laborstation arbeitest, solltest du immer welches der folgenden Dinge tragen. Handschuhe, Schutzbrille, Laborkittel. Alles genannte. Gehen wir mal auf Nummer sicher. 4 von 5. Chemikalien haben alle möglichen Effekte. Wo ist der Umgang mit Chemikalien am sichersten? Die giftige Dämpfe freisetzen. In einem geschlossenen Raum weit weg von anderen Personen. Unter einer Abzugshaube mit eingeschalteter Lüftung in der Nähe von offenen Flammen. Sehr geil. In einem Klassenzimmer mit den anderen Klassenkameraden. Nee, unter einer Abzugshaube. Genau. Damit die giftigen Dämpfe alle schön abgesaugt werden können. Frage 5 von 5. Bevor unsere Fahrzeuge mit Spaltungsbatterien liefen, nutzten wir eine ganz andere Energiequelle. Mit welchem Stoff haben wir unsere Fahrzeuge angetrieben? Benzin, stimmt. Jawohl, beim ersten Mal. Und dabei hatte ich solche Prüfungsangst gehabt. Krass. Okay, sehr schön. Dann können wir direkt weitermachen. Geh weg hier. Einfach weg vom Terminal. Hätte auch weiterklicken sollen, ne? Wie dem auch sei, wir haben es geschafft. Yay! High Five, Bär. Gibt es hier eine Kochstation eventuell? Ich habe so viel Hundefleisch gesammelt in der Aufnahme oder in der Schnittpause, wo ich verzweifelt nach einer Lösung gesucht habe. Es ist echt komisch, dass kein einziger Mensch im ganzen Internet nicht ein ähnliches Problem hatte. Offensichtlich wussten alle, dass die Apothekerprüfung gleichzeitig auch die Chemieprüfung ist. Naja, okay, Kochstelle. Dann bin ich halt der Einzige mal wieder. Okay. Yay! Fleisch to the max. Boah, wie viel Fleisch, ey. Nice. Aber jetzt haben wir mehr Durst als alles andere. Ist hier eventuell noch ein bisschen Wasser. Das Cram kann ich auch mitnehmen. Trinken wir erstmal einen Schluck. Wir stoßen an. Auf die abgeschlossene Prüfung. Köter, Köter, Köter. Ah, herrlich. Okay, und als nächstes müssen wir... Ich glaube, ein Becherglas hieß das, ne? Ein Becherglas und ein Laborkittel finden. Ja, Becherglas und Laborkittel. Ja, ich habe quer was dazu gelesen gehabt, aber hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, weil ich nicht geglaubt habe, dass wir das noch in der heutigen Folge machen. Ich habe gedacht, wir brauchen länger. Und ich glaube, das finden wir alles hier in der Laborabteilung von Hornwright Industrial.
Los, los, los! Wie kriegen wir das alles noch heute hin? Das wäre super. Becherglas, Laborkittel. Es ist auch eine der schwierigeren Opossum Batch Challenges. Chemie, aka Apotheker. Weil es auch so viel zu erledigen gibt. Man muss auch so viel herstellen. Und dafür braucht man dann alle Rezepte, die, naja, die nötig sind. Aber naja, das kriegen wir. Schritt für Schritt kriegen wir das schon hin, ne? Soll sich ja auch lohnen am Ende. Oh oh. Hey, was hängen die denn da heute rum? Sonst steht da nie einer. Wo ist der andere? Der hat das gecheckt, ne? Vielleicht soll ich mir einfach mal ein bisschen Wasser mitnehmen. Ist das nur schmutziges Wasser? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, alles klar, das reicht. Wir wollen uns ja nicht komplett die Taschen mit schmutzigem Wasser vollhauen. Och, komm schon, echt jetzt? Was war denn das bitte? Daneben so, okay. Infiltrator-Modus mit dem kleinen Flitzer. Und dann gibt es hier eine Laborabteilung. Ja, ja, wir waren hier schon mal und ich glaube, die Laborabteilung ist durch das Sicherheitstor. Da in der Mitte. Aber erstmal machen wir jetzt hier schön klar Schiff. Hi. Super Stealthy. Oh, oh, oh. Ja, jetzt fällt mir auch gerade ein, dass ich schon ganz lange was vorhabe. Und eigentlich hätten wir das auch schon viel, viel früher machen können. Und zwar... Warte mal, erstmal kurz klar Schiff machen. Hey, ich bin nur wegen den Bechergläsern hier und dem Laborkittel. Ich bin gleich wieder weg. Bin mal schön durch die Hose atmen. Und zwar wollte ich mal einen Explosionsschaden mit Perk-Karten erhöhen. Wo ist denn das? Abrissexperte. Wir haben leider... Hey, hey, hey! Geh mir nicht auf den Keks! Geht doch. So, hier mäht einer gerade. Ich mach mal das Fenster zu. Frohes Mähen, Kamerad! So, ja. Den Abrissexperten wollte ich weiter ausbauen. Da gehen ja 5 Punkte. Super wichtig für unser Draußenprofil, weil damit machen wir dann noch mehr Schaden mit unserem Jagdgewehr, mit dem, ja, mit der Explosionsmunition. Was brauchen wir weniger? Naja, das ist ja eher herstellen, ne? Das haben wir sicherlich bei Anfertigen mit drin, ne? Nein? Was? Was habe ich denn jetzt gerade getan? War das jetzt so gut? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe gerade den Überblick verloren. WTF? Egal. So, wir brauchen hier auf jeden Fall noch einige Punkte. Ach, da ist der Chemiker jetzt. Du erhältst beim Herstellen von Camps die doppelte Menge. Und das müsste natürlich bei Anfertigen sein. Ist es da noch drin? Dann können wir es nämlich getrost ansonsten ignorieren. Hey, was ist denn hier los? Warum spinnt denn das heute so? Ja, Chemiker ist mit dabei. Dann können wir das auf jeden Fall rauspacken. Oh, ich glaube, die Mod wird buggy. Nicht cool, gar nicht cool. Da kam auch heute ein Update raus. Ein kleineres, aber das könnte schon wieder alles zerstören. Ne? Ja, machen wir das auch einfach mal, ne? Und zwar wählen wir jetzt einen Skill aus. Zack. Der Typ da stresst mich. Also nicht der Vault Boy, sondern der hier gerade so rumläuft. Filtern, das war... Intelligenz, ne? Ja, ich glaube ja. Abrissexperte, jawohl! Kombinieren, ja. Und gleich noch eine Karte hinterher. Hallo, Skill wählen. Und nochmal Abrissexperte, ja. Cool. Und kombinieren.
Abrissexperte, 3 Sterne. Können wir jetzt natürlich hier nicht setzen, weil wir nicht genug Punkte frei haben, aber wir können ja hier sicherlich irgendwas entbehren, wie zum Beispiel den Waffenschmied. Den brauchen wir im Draußenprofil so gar nicht. Doch, brauchen wir. Schusswaffen gehen 50% langsamer kaputt. Ich habe nichts gesagt, aber der Chemiker kann raus. Und ich glaube, Batterien enthalten, ja, das ist natürlich nicht verkehrt. Aber das bezieht sich halt auch wirklich nur auf die Munition für Energiewaffen. Das ist schon ein sehr, sehr eingeschränkter Perk. Deswegen kann ich das da, glaube ich, auch rausschmeißen. Ne? Kann ich jetzt die Karte setzen? Abrissexperte, 3 Sterne. Ja? Juhu, wunderbar. Aber beim nächsten Mal wird's eng, ne? Auf jeden Fall. Ich würde auch den Apotheker noch rausschmeißen. Und als allerletztes Erste Hilfe. Auch wenn wir dann weniger Energie wiederherstellen können. Mit einem Stimpack. Aber okay, damit beschäftigen wir uns später. Shift 1 gespeichert. Wir machen jetzt weitaus mehr Schaden. Mit unserem Jagdgewehr. Auf zum Labor. Die Frage ist jetzt halt nur, wo ist das Labor? Also ich bin jetzt hier ganz nach oben gelaufen. Per Treppe. Vielleicht erreichen wir das Labor ja doch nur über den Fahrstuhl unten, wie ich es am Anfang vermutet habe. Gut möglich. Stairwell, gehen wir mal durchs Treppenhaus vorbei. Was ist das hier? Das ist irgendein Büro, ja. Das hilft uns wenig weiter. Doch, da ist eine Schraube zumindest. Na, immerhin etwas. Immerhin eine Kleinigkeit. Vielleicht mal hier unseren Schrotzer legen, wenn wir schon mal hier eine schöne Bastelwerkbank haben. Okay. Oh, super Kleber. Stopp, stopp, stopp. Kleber nehme ich immer mit. Auch hier kein Labor. Wow, was habt ihr denn hier veranstaltet? Überall die ganzen Leichen und so. Hier liegen Supermutanten, fragmentiert. Krass. Echt hart. Naja, eventuell dann doch über den Fahrstuhl. Aber irgendwo wird hier schon ein Labor sein. Oder jemand hat ganz bewusst Quatsch ins Internet geschrieben, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Niemals. Sowas passiert nicht im Netz. Ja, Becher, mach, komm. Gilt das? Jawohl! Opossum Chemie, jawohl, ja. Das ist also das Labor. Was haben wir denn jetzt aufgehoben? Ist es das Becherglas gewesen? Reicht es, dass es ein dünnes Becherglas war? Ja, sehr schön. Jetzt fehlt uns nur noch der Laborkittel. Schön. Hier soll irgendwo auch einer liegen. Schießpulver. Das wäre doch gelacht, wenn wir den dann hier nicht finden. Aber muss das wirklich dann auch hier sein? Das ist ja nicht extra ausgewiesen als Labor. Das ist einfach nur irgend so ein Stück. Irgend so ein Stück hier von Hornwright Industrial. Komm. Irgendwo muss der hier sein. Vielleicht in einem Schrank oder so, ich weiß es nicht. Antwortschlüssel der Prüfung für leitende Angestellte, das haben wir uns schon angeguckt. Als wir das allererste Mal hier waren, so frei Schnauze. Mach mal lieber zu hier. Nicht, dass die gute Luft hier rausgeht. Oh. Oh, physikalisch fragwürdig. Aber trotzdem super interessant. Keine Ahnung. Weil wenn nicht, müssen wir woanders hin.